Letzte Woche hatten wir die Morgenroutine, heute machen wir die Abendroutine. Und falls du die Morgenroutine noch nicht gesehen hast, du kannst gerne mal unter das i gucken. Da findest du auch eine Liste mit den letzten Produkten, die ich vorgestellt habe. Also da hatte ich eine Review-Woche. Und ich würde jetzt aber sagen, wir legen los mit der Routine, weil es gibt viel zu besprechen. Ich habe heute mal wieder einen sehr eigenwilligen Pony. Dafür muss ich mich schon entschuldigen. Wenn er eine bestimmte Länge erreicht hat, dann sitzt er nicht mehr. Aber wir wollen ja nicht über den Pony sprechen, sondern wir reden über den Cleanser. Den Löffel zum Cleanser habe ich jetzt nicht da. Ich habe mir extra das Produkt mit dem Löffel gekauft, weil das ist richtig hochwertig. Also habt ihr nicht irgendwie so einen Billiglöffel, sondern einen schönen aus Stahl, so ein Teil, was man ja die anderen Male dann auch verwenden kann. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das Produkt so gefällt. Ich weiß, die Shenya hat auch so eins. Also so ein Produkt. Das ist wie so ein Gel, wenn du es dir so anguckst. Aber wenn du es dann aufträgst, dann schmilzt es halt zu Öl. Und du hast wie so einen Widerstand auch auf der Haut. Ich liebe das. Also das ist das, was mir im reinen Öl immer fehlt. Das erfüllt das zu 100% und das hat sich halt wirklich gelohnt. Also ich werde bei Bayer und Söhne ganz bestimmt nochmal bestellen und das ist ganz bestimmt auch nochmal dabei, weil das ein oder andere Produkt interessiert mich halt schon. Besonders in der Full Size. Ich finde Bayer und Söhne richtig gut, weil sie machen eben auch Werbung. Ich habe jetzt gerade wieder was in meinem Postfach gehabt, wo sie mehr auf Minimalismus aus sind, ne? Man muss für die Pflege nicht viel Geld ausgeben und für die Reinigung auch nicht. Aber das ist so ein tolles Produkt. Das ist Luxus für mich. Also, ich mache ja auch diese Videos, um zu zeigen, wie man was kombinieren kann. Und die Regel ist ja immer, also die Reinigung jetzt mal außen vor, aber flüssig zu fest. Und entweder du nimmst ein Gesichtswasser oder nimmst hier sowas wie den Liquid Refiner mit BHA. Den werde ich mir auch nachkaufen. Es gibt wenig Produkte, die ich mir nachkaufe, wenig. Und ich glaube, von No habe ich mir kein einziges nachgekauft. Das wird nachgekauft, das sage ich euch aber. Weil ich damit halt richtig gut zurechtkomme. BHA ist halt meine Säure, auch im Gesicht und vor allem auf der Kopfhaut. Da könnt ihr das übrigens auch anwenden. Aber da nehme ich meistens immer gerne günstigere Produkte her, weil auf der Kopfhaut wendest du es halt großflächiger an. Aber nichtsdestotrotz ist das halt richtig eine richtig tolle Sache. Ist schon leider fast leer. Aber das wird definitiv nachgekauft. Und das ist so mein erster Schritt nach der Reinigung. Nächster Schritt, Hyaluron. Und diesmal das Hyaluron Power Serum. Habe ich vorgestellt in der Review-Woche. Kannst du dir den Ordner gerne mal angucken, den ich da unter das i gepackt habe. Ist ein echt schönes Produkt, muss man sagen, aber so viel Power, wie die Werbung aussagt, hat das Produkt natürlich auch nicht. Aber ich mag es, es ist so, es geht unwahrscheinlich gut in die Haut rein, nur so vom Äußeren denkt man so, ah, es ist frische und tolles Marketing. Der Duft stört mich. Vor allem, sowas muss halt nicht riechen, ne? Also, ihr wisst ja, ich achte bei Produkten schon darauf, dass sie, wenn sie parfümiert sind, mild parfümiert sind, da ist mir das leider, also zum einen ist der Duft störend und zum anderen ist es zu stark parfümiert, finde ich. Also da würde sich Cadea Vera wirklich einen Gefallen tun, wenn sie da die Duftstoffe einfach noch rauspacken würden. Bei mir zieht das aber wunderbar in die Haut an, weil es schön leicht und feucht ist und ausnahmsweise mal nicht ein geliges Produkt, was eventuell mit deiner Sonnencreme zusammen ja auch irgendwie abrollen könnte. Naja, aber das funktioniert auf jeden Fall richtig gut und ist überhaupt nicht fettig. Es ist leicht, es ist frisch und meine Haut liebt. Ich bin auch ein bisschen dumm, ne? Also muss man an der Stelle auch sagen. Ich kaufe mir super teure Serien und verwende die dann nicht, weil ich mir sage, das war super teuer. Also es muss ein bisschen länger halten. Jetzt habe ich das natürlich auch schon unwahrscheinlich lange auf und da ist es halt dann auch wichtig zu kontrollieren, verändert sich da irgendetwas, weil das ist drüber. Ne? Also da hat sich noch nichts verändert und sobald sich da irgendwas verändert, muss es weghauen. Aber im Moment verhält sich es noch einigermaßen
in Ordnung. Nichtsdestotrotz kauft euch nicht teure Produkte und verwendet sie dann nicht, weil sie so teuer sind. Macht das Sinn? Das ist ein Retinolprodukt. Die Pro-Version sogar. Ich finde, es gibt bessere Retinolprodukte. Zum Beispiel von Bayer & Söhne, da gibt es ein richtig gutes. Ich bin gerade dabei, das aufzubrauchen, deswegen ist es im Moment in meiner Routine drin und ich versuche das so häufig wie möglich zu verwenden. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass ich BHA mit Retinol kombiniert habe. Sollte man in der Regel nicht machen. Wenn es deine Haut aber verträgt, ist es okay. Und am Abend ist es halt auch in Ordnung, ne? Aber da musst du auch immer ein bisschen darauf achten, wie stark ist dein Retinol, wie stark ist dein BHA, was macht deine Haut. Bei mir hat es in dem Fall jetzt wunderbar wieder funktioniert. Also es gibt nichts, was nicht erlaubt ist, außer deine Haut reagiert darauf. So sage ich das eigentlich grundsätzlich immer. Aber diese Kombination Retinol und BHA kann Reaktionen verursachen. Und ich dürfte das jetzt auch nicht durchweg die ganze Woche machen, sondern das machst du einmal und dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten kombiniere das nach Möglichkeit nicht unbedingt. So, jetzt haben wir dann noch Acelensäure, aber hier sind nur 5% drin. Und für diejenigen von euch, die eben Hautkrankheiten wie Rosazea haben, kann ich No eigentlich nicht empfehlen. Da gibt es bessere. Zum Beispiel von Face Theory gibt es ein Acelensäureprodukt, das wesentlich besser ist. Ich würde mir das auch nicht mehr kaufen, weil ich habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Ich bin 44, falls du mich nicht kennst. Und da sind ölige Produkte immer so eine Sache. Am Abend, okay, ist nicht so schlimm, aber tagsüber würde ich mir das halt nicht so gerne auftragen. Und für das ist es halt auch ein bisschen schwach auf der Brust. Wenn du Acelensäure brauchst, also sprich eine Hautkrankheit oder so hast, dann würde ich eher auf ein Produkt zurückgreifen, was ein bisschen mehr Prozente aufweist. Das weist hier nicht auf. Und es ist, ich mag halt die öligen Serien von No überhaupt nicht, weil wie gesagt, mein Hauttyp entspricht dem halt nicht. Du reinigst nicht dein Gesicht und packst dir dann wieder einen Haufen Öl drauf. Das magst du halt nicht, ne? Und deswegen. Es kann für Leute, die eher eine trockenere Haut haben, toll sein. Ich würde es mir auf keinen Fall mal nachkaufen. Noch ein Produkt, was ich aufbrauchen möchte, die Baby Dream Gesichtscreme, ist echt toll. Ich mag die wirklich. Aber sie ist halt sehr ähnlich zu der Balea-Med Ultrasensitive-Creme mit Urea. Und die mag ich halt umso mehr, weil eben noch zusätzlich Urea drin ist. Ich habe keinen Rossmann vor Ort. Ich kriege heute erst wieder ein Rossmann-Päckchen, weil ich ein bisschen was bestellt habe. Von dem her ist die auch nicht meine erste Wahl, sondern eher meine zweite. Aber ich könnte mir vorstellen, ab und zu mal die nachzukaufen, weil das ist halt, die hat halt eine Konsistenz, die meine Haut echt gerne mag und auch auf meiner Haut richtig gut funktioniert. Nichtsdestotrotz wäre es für mich noch schöner, wenn so Urea oder sowas noch mit drin wäre, das wäre schon richtig cool. Aber es ist halt eine Baby, Creme, da packt man ja auch nicht so zusätzlich mit rein. Es lohnt sich aber ganz oft eben in der Babyabteilung zu gucken. Und falls du die noch nicht kennst, guck sie dir gerne mal an. Die hat ja auch nicht viel Geld gekostet. Jetzt bist du wieder gefragt, wie sieht deine Routine im Moment aus? Schreib mir die unten in die Kommentare. Was sind deine Lieblingsprodukte? Kannst du mir irgendwas empfehlen? Ab in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gebe diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.